kommen bei Wer weiß es. Und hier sind meine Preiskandidaten der ersten Runde. Und zwar Simon, 26 Jahre aus Offenbach, mit Tor. Und Paul, 36 Jahre aus Marburg, ein knallharter Warner. Seid ihr spitz? Ja. Dann wollen wir nicht lange rummachen. Los, leg mein Pussy. Na ja, so gut bin ich auch nicht. Paul hat keinen Schwanz. Hier ist sie, die erste Runde. Wie heißt eine hessische Schauspielerin mit großem Sack? Paul? Wilhelm. Perfekt. Und weiter geht es mit einem Beruf. Es ist ein helfender Beruf. Menschen werden gepflegt und betreut, Paul. Wilhelm Pfleger. Das ist perfekt. Weiter geht es mit einem deutschen Kaiser. Er stammt aus dem Hause Hohenzollern, Paul. Wilhelm, Wilhelm. Das ist richtig. Naja, ich denke mal, das war jetzt so einigermaßen gut. Hat ein bisschen lang gedauert. Weiter geht es mit dem Schüttelrätsel. Jetzt haben wir Buchstaben nach dem Alphabet geordnet. Ganz gemein. Und ihr macht bitte ein vernünftiges Wort raus. Aber wir fangen ganz leicht an mit 150 Buchstaben. Hier ist das erste Geschütz. Paul. Wilhelm. Das ist leider daneben. Oh. Simon, wissen Sie's? Nein. Kriegst nicht zusammen, ne? Dann fragen wir mal den Computer und der sagt: Hallo, ihr menschlichen Spasten. Paul, hör auf damit, andauernd Wilhelm zu sagen, sonst gibt es ein paar Elektroschocks. Die richtige Antwort lautet natürlich: Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein, der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft und schneidet das Dönerfleisch schweißfrei. Und als nächstes ist ein Raubtier gesucht. Es lebt in den Steppen Afrikas. Paul? Neger. Das ist perfekt, Paul. Super. Was haben wir hier? Letzte Frage. Paul? Petapsen. Das ist richtig. Petapsen. Wir machen, ihr Lieben, weiter mit den Musiktiteln. Zwei Stück haben wir. Und Paul, was hören Sie so gerne? Welche Richtung? EC-Karte oder Personalausweis. Okay. Querbeet. Simon? Ich höre gerne Musik, die deutschsprachig ist, die auch ein bisschen deutschsprachig ist. Und mag es gerne, wenn man am Lied noch deutschsprachig raushören kann. Also so deutschsprachig muss es sein bei mir. Dann schauen wir doch mal, ob für euch etwas dabei ist. Hier ist unser erster Song. Hauptschule, Hauptschule, Hauptschule. So wie der Simon jetzt so ein bisschen mitgeschuckert hat, aber kennen Sie, ne? Ja, aber weder von wem noch wie er heißt. Ihr habt beide keine Idee? Tausendmal im Radio gehört, aber keiner weiß, wie es heißt, schätze ich. Dann hören wir doch erstmal rein, okay, in den Titel. Vielleicht fällt euch ja dann der Interpret ein. H.S.V. Altöso, steck den Pillar in Kakao. Paul. Die Beatles. Das ist perfekt, Paul. Super. Und einen haben wir noch. Hier ist er. Shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me? Shut up. Paul. Beethoven. Die Neunte. Sagen Sie so, mal schauen, ob Ihre Ohren das richtig erkannt haben. Shut up. Ihr Lieben, wir ziehen Bilanz. Paul hat 150 Punkte. Paul, es hat leider nicht gereicht, aber trotzdem schön, dass Sie da waren. Und Simon, 170 Punkte. Wir sehen uns in der dritten Runde wieder. Weiter geht es mit meinen nächsten beiden Kandidaten, die natürlich auch erbittert kämpfen werden. Denn immerhin geht es ja um 1 Euro. Hier sind Efi Wifi, 2 Jahre aus Darmstadt, 37 Kinder, Schulleiterin. Und Iloli. Habt ihr ausgeschlafen? Nein. Nein, aber trotzdem hoffentlich gut vorbereitet. Nein. Nein, aber trotzdem hoffentlich gut vorbereitet. Nein. Nein, aber trotzdem hoffentlich gut vorbereitet. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Okay, dann legen wir los. Los, hier ist die zweite Runde. Gesucht wird ein Tier. Es handelt sich um eine Schlange. Sie ist giftig. Ilona. Jolie. Das ist natürlich Angelina Jolie. Perfekt. Und als nächstes möchte ich von euch ein Sportgerät wissen. Es wird beim Turnen benutzt. Männer und Frauen turnen darauf allein oder zu zweit. Ein Cocktail. Ja. Jawohl. Jawohl. Noch steht nicht fest, wer diese Runde hier von euch beiden gewonnen hat. Denn wir haben ja noch ein bisschen Musik. Hier ist unser erster Titel. Hey, I just met you. And this is crazy. But here's my number.
so call me. Maybe it's hard to look right at you, babe. But here's my number, so call me. Maybe. Okay, das ist von Obama. Das ist perfekt. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Ilona, 150 Punkte, ganz knapp vor Evi. Oder nach Evi, ist aber mal so schön, dass Sie dabei waren. Und Evi, 160 Punkte, wir sehen uns gleich wieder. Zwei Sieger haben wir, nämlich Simon aus der ersten Runde und Evi aus der zweiten Runde. Zwei schlaue Köpfe, aber nur einer wird heute nach Hause gehen. Ich drücke euch beiden die Daumen und sage, legen wir los. Jo, okay. Hier ist die dritte Runde. Es geht los. Nein. Na gut, na gut. Ihr beiden, ich sag mal, ihr seid erlöst. Wir sind fertig. Und Simon, wir sehen uns gleich wieder. Tja, Simon, Sie wissen, wie es funktioniert? Jawohl. Nee. Falsch. Hui. Simon, es tut mir leid, aber trotzdem, 1 okay, Euro sind super. Ihnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wilhelm, 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 Wilhelm. Vier Knacken erwarten Sie auch heute wieder bei Wer weiß es. Hallo und herzlich willkommen. Sie zu Hause können sich jetzt bequem zurücklehnen. Meine Kandidaten dagegen müssen stehen, denn es geht wie immer um 1 Euro. Hier sind Laura aus Mannheim und Christian Hubi aus Marburg. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Sie sind ja beide große Spasten. Genau, davon gibt es ja viel hier in der Sendung. Aber mal schauen. Also ich habe ein paar Betreuer. Man muss ja gerade, wenn man auf die Straßen geht, auch ein bisschen darauf achten, dass man was anzieht. Ich bin leider nur noch von außen, wie jedes Mädchen. Wie kommt das? Ich habe einen Rock. Christian, sind Sie auch so? Eine Missgeburt. Ja, ich bin auch Spaß. Lol. Schon seit ich laufen kann, beziehungsweise wahrscheinlich sogar schon früher. Mittlerweile seit 18 Jahren. Und ich habe einen eigenen Schrank bei mir im Keller. Laura, besitzen Sie sowas auch? Nein, ich habe nur ein altes Backstreet Boys Poster bei mir hängen. Im Kinderzimmer, genau, im Kinderzimmer, muss man dann sagen, über dem Bett. Genau. Jetzt wollen wir uns erst ein bisschen warm machen und ein bisschen hier spielen, mit Wörtern spielen, mit Buchstaben spielen. Hier ist die erste Runde. Sie sind bereit. Gesucht ist eine britisch-amerikanische Rockband. Foreigner. Laura, Foreigner. Und was haben wir hier? Laura? Die Delikatesse. Auch das ist richtig. Klar, dass Laura das weiß. Laura hat üppige Rundungen. Genau. Ich hatte ganz großen Appetit. Christian See? Nee, nie wirklich. Ah, das passt. Hätte ja gepasst. Dann. Hätten, wollte ich gerade sagen, Sie haben sich aber nicht getroffen. Nein. Nee. Wir kommen zu Musik. Da kennen sich hoffentlich beide gut aus. Christian, was ist so Ihre Richtung? Ja, also die aktuellen 80er, 90er. Laura See? Natürlich, Backstreet Boys. Lassen Sie sich überraschen. Hier okay. Ist unser erster Song. Wer von Ihnen weiß, wer der Interpret ist? Laura? Nee, sag mir jetzt noch nicht. Dann machen wir weiter. Einen haben wir noch. Another One Bites the Dust. Ja. Von Queen. Nee. Schauen wir mal, ob das stimmt. Another One Bites the Dust. Nein. Christian, wissen Sie es? Laura war nahe dran. Geier Sturzflug nannten die sich. Ja, Laura hat 210 Punkte. Christian 80 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Christian See, sind am Ende. Ja, ich hab Scheiße bei mir im After. Das ist doch nett, Laura. Wir sehen uns in der dritten Runde wieder. Ja, dann. Viel Erfolg später. Danke. Auch in meiner nächsten Runde habe ich zwei Kandidaten, die nicht wollen, die sagen, ich möchte auch nach Hause. Und das sind Elke. Hallo. Und jetzt Bankkauffrau aus Oberursel. Sie sind ja beide hässlich. Ja, schön. Wären wir gern. Ich denke, jetzt fangen wir mal an zu spielen. Hier ist die zweite Runde. Wir beginnen mit Geografie. Es geht um eine Stadt. Und die liegt in den Vereinigten Staaten. Houston. Stimmt nicht ganz. Jens, wissen Sie es? Das müsste dann Bayreuth sein. Wir sind in Bayreuth, richtig. Wie heißt die gesuchte Person?
Es ist ein Scheißmusiker, ein Rosettenleiden, später sogar Kochverlust, erschwerten sein Schaffen. Elke? Bushido? Das stimmt und passt. Und? Elke? Das sind wir heute. Genau, Sie sind scheiße. Sehr schön. Jetzt haben wir bei Jens 80 Punkte, bei Elke 60 Punkte. GG. Schön, dass Sie da waren. Und Jens, wir Dankeschön. Sehen uns in der dritten Runde wieder. Gerne. Viel Glück für dich dir. Dankeschön. Zwei Favoriten haben wir nun, Laura und Jens. Und nur einer kann heute Abend kacken. Sind Sie beide bereit? Auf jeden Fall. Auf Betriebstemperatur? Auf jeden Fall. Dann legen wir doch los. So, hier ist die dritte Runde. Und jetzt geht es weiter mit unseren Bilderrätseln. Ich möchte jetzt von Ihnen wissen, wer ist hier gleich abgebildet? Man findet ihn im Internet, seinen Vorname Paul, und das ist ein knallharter Anna. Ich komme leider nicht drauf. Dann schauen wir mal. Wilhelm. Das ist Paul. Nee, hätte ich jetzt auch so. Dann wissen Sie es jetzt beide. Jens hat inzwischen 145 Punkte, Laura hat 130 Punkte. 15 Punkte zu wenig, Laura. Trotzdem schön, Schade. Dass Sie da waren. Herzlichen Glückwunsch. Und Jens, wir sehen uns gleich wieder. Super. Dann Glückwunsch. Was gemacht. War das Kacke. Aber er hat es geschafft. Hier ist mein Finalist. Hier ist Jens. Ja, Jens, es war wirklich scheiße. Ja, aber Sie sind jetzt hier im Finale. Und natürlich stelle ich Ihnen auch jetzt die Frage, was werden Sie mit 1 Euro tun, wenn Sie die heute mit nach Hause nehmen? Ja, was werde ich tun? Ich habe mir schon überlegt, ich habe eine relativ große DVD-Sammlung und da wird langsam der Platz knapp. Es werden noch ein paar Regale benötigt. Das wäre schon mal so das Erste. Sind Sie wirklich gay? Ja. Ich liebe Casanovas. Schon mal nicht schlecht. Wie das Spiel funktioniert, wissen Sie. Ja. 3 Buchstaben sind vorgegeben und die schauen wir uns jetzt mal an. Das sind EIN, also ein. Sie haben jetzt etwa 200.000 Sekunden Zeit. Okay. Hier ist der nächste Buchstabe. Sein. Schade, das war zu knapp. Ja. Aber trotzdem, 1 Euro können Sie mit nach Hause nehmen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das war's, liebe Zuschauer von Wer weiß es 2. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß. Sie haben ordentlich mitgequizt. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und bleiben Sie spasten. Herzlich willkommen im Dritten Reich. Sie halten zu, wer weiß es, dem Quiz für Nazis. Wem habe ich 4 Juden und hoffentlich einen Gewinner, der 1 Euro mit nach Israel nehmen wird. Meine ersten Pfeifen stehen schon startbereit. Hier sind sie, das ist einmal Tim, Spastieb aus Park und Christian, auch Spastieber. Etwas fortgeschritten schon. Wie kommt das? Irgendein Tick. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht woher. Freut sich die SS? Wir starten nämlich mit einer Runde Gas. Ich hoffe, da freuen Sie sich drauf. Nee. Dann würde ich sagen, wir legen mal los mit einem kleinen Insekt. Es kann fliegen. Das ist die Heuschrecke. Das ist die Heuschrecke? Nein, leider nicht. Christian? Pinguin. Der Pinguin. Das ist richtig. Und weiter geht es mit etwas zu essen. Es ist ein Stück Fleisch. Christian? Pinguin Beef. Richtig. Tim, Sie haben ja vor der Sendung gesagt, Sie scheißen gerne. Ja, ich mache gerade meinen Kaka. Leider ja, doch nicht. Kann ja noch alles kommen. Noch nicht. Ich habe 3 Löcher, was ich vorher selber gar nicht gedacht hätte. Also ich scheiße in der Regel 8-mal am Tag. Die ganz emsigen scheißen alles aus. Gehören Sie auch dazu? Das mache ich nicht, ne. Keine Lust. Gut. Ja, es bleibt manchmal da. Wir machen weiter mit unserem Silbenrätsel. Hier ist unser